Welche TV-Sendung erinnert Sie an Ihre Kindheit? Boah, ich war ja ein großer Fernseher in meiner Kindheit. Raumschiff Enterprise, super, super. Bonanza habe ich nie so gemacht, das war mir immer so, ich weiß nicht, das war nicht. Aber Raumschiff Enterprise, das ist so wirklich, das. Und natürlich die Waltons, den fürchterlich, Gute Nacht, John Boy, hatte ich nicht. Ich weiß nicht, mein erstes großes Kinoerlebnis, da war ich hier in Wien. Ich war hier in Wien im Internat bei einem Sängerknaben und wir durften einmal am Wochenende ausgehen. Also, und da haben wir uns angesehen im Tabor-Kino Ben Hur mit Charlton Heston. Das kann aber nicht in der Zeit gewesen sein, wo der Film rausgekommen ist. Ich finde Westworld irrsinnig gut. Ja. Gesehen, Westworld? Unbedingt anschauen. Wahnsinnig. Echt. Ganz toll. Westworld, American Gods, gibt es aber erst nur die erste Staffel, aber sensationell. Ja, die ersten drei Folgen versteht man überhaupt nicht, worum es geht. Und dann öffnet sich plötzlich ein Kosmos. Danny Kaye, der Hofnarr, unübertroffen. True Detectives, das hat mir sehr gut gefallen. Ist übrigens eine super Serie, also die erste, das war auch die zweite, Woody Harrison und der, wie heißt der? Genau. Sag's nochmal. Matthew McConaughey. Genau, der. Der Pate. Und 1900 von Bertolucci. Club 2. Haben wir gerade drüber geredet. Club 2 fand ich eine echt klasse, eine klasse Veranstaltung. Ja? Club 2. Und schade ist es, dass es keine so eine Jugendsendung mehr gibt. Wir haben zuerst darüber geredet, über Ohne Maulkorb zum Beispiel. Fand ich schade, dass es so etwas nicht mehr gibt, weil das deckt einen großen Bereich ab. Nicht nur der Musik, sondern auch einfach von Bewegung, von das könnte man heutzutage echt cool machen. Also von Ökologie bis Ökonomie bis Musik. Ich finde es einfach, weil es irrsinnig viel. Ich sehe das bei meinen Kindern, ja. Da gibt es unglaubliche Bewegung, ja, und wirklich ganz tolle Initiativen. Und das wäre zum Beispiel ein Platz, solche Dinge vorzustellen oder solche Dinge zu dokumentieren. Das ist wirklich schade, dass es das, zumindest ist es mir nicht bewusst oder bekannt, dass es das nicht mehr gibt.